Das direkte Anklemmen von Aluminiumleitern an ein Schaltgerät erfordert entsprechende Arbeitsschritte. Der elektrische Leiter wird mit dem Universalgerät EK60 UMV-CFB und dem passenden Schneideinsatz zugeschnitten. Das Abisolieren sollte mit geeignetem Werkzeug durchgeführt werden, damit der Leiter unbeschädigt bleibt. Die Länge des Leiters sollte einige Millimeter länger sein, da sich der Verbinder beim Verpressen ausdehnt. Sollte der Leiter mit einer Oxidschicht überzogen sein, wird diese mit passendem Werkzeug grob entfernt. Um Kontaktkorrosion im Vorfeld zu vermeiden, dürfen keine Metallspuren wie zum Beispiel Borsten der Metallbürste auf dem Leiter verbleiben. Sechskantverpressung ein- und mehrdrähtiger Sektorleiter erfordert eine Rundpressung mit geeignetem Presswerkzeug und maßlich passendem Rundpresseinsatz. Der Kunststoffstopfen wird vom Pressverbinder entfernt und der Leiter in den Verbinder mit integriertem Kontaktfett eingeführt. Das Kontaktfett verbessert die elektrische Verbindung und beinhaltet Korundpartikel, die die Oxidschicht beim Verpressen aufreißen. Das Fett verteilt sich beim Pressen zwischen den Einzeldrähten und verhindert den Zutritt von Sauerstoff und dadurch eine erneute Oxidation an den Kontaktstellen. Voraussetzung für eine fachgerechte Verpressung ist die Verwendung des geeigneten Presswerkzeugs. Es wird mit 4 unterschiedlichen passenden Werkzeugen von Klauke verpresst. Der erforderliche Pressdruck wird durch eingebauten Drucksensor automatisch im Hydrauliksystem überwacht. Um Pressfehler, die zu Temperaturerhöhungen bis hin zu Bränden führen können, zu vermeiden, empfiehlt Klauke für die Verpressung ausschließlich ein getestetes System. Das Anklemmen erfolgt mit dem empfohlenen Anzugsmoment des jeweiligen Schaltgeräteherstellers. Grundsätzlich gestaltet sich das Anklemmen genauso wie mit eindrehtigem Kupferleiter. Da Aluminium generell zum Kriechen neigt, sind auch spezielle Klemmen für Aluminiumleiter nicht unbedingt wartungsfrei. Die Vorteile von Klauke Aluminium-Kupferpressverbinder liegen auf der Hand. Kein zusätzliches Kontaktfett und keine speziellen Klemmen erforderlich. So sieht eine fachgerechte Verbindung eines Aluminiumleiters am Schaltgerät aus.